computerkumpel.de. Hi, heute zeige ich euch, wie man den WaterFox-Browser installiert. Der WaterFox-Browser ist ein offener Browser, der so die alten Features vom Firefox noch mit einbindet, die mittlerweile in Firefox deaktiviert sind, sodass man bestimmte Plugins nicht mehr nutzen kann. Und das braucht man unter anderem für Cheats. Und so wird das Ganze installiert. Ihr geht auf die Webseite waterfox.net. Ich habe das hier gerade schon mal bei Google gesucht. Ja, ihr könnt es auch oben einfach eintippen. waterfox.net. Ich klicke jetzt hier in diesem Fall einfach mal drauf. Und ganz wichtig für die alten Cheats, die ihr benutzen wollt, oder für die Cheats, für die Spiele, die ihr benutzen wollt, ihr müsst den Classic Browser installieren. Deswegen klickt ihr hier oben auf Download drauf, an dieser Stelle, hier Download. Dann seht ihr dieses, dann gibt es zuerst zur Auswahl die Current Version, also die aktuelle Version. Und wenn ihr runtergeht, könnt ihr hier die Classic Version installieren, an dieser Stelle. Und dann klickt ihr einfach hier auf Download und dann wird das Ganze gespeichert und wenn es runtergeladen ist, es dauert einen kleinen Moment, da oben läuft dieser kleine Balken durch, dann kann ich das hier einfach öffnen, einmal anklicken, es dauert einen kleinen Moment, jetzt wird es entpackt, rödel, 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 wie das Ganze halt so ist. Und jetzt müssen wir hier durchs Menü durch. Natürlich einmal auf Next klicken, dann müssen wir den Benutzungsbedingungen zustimmen, ihr könnt die gerne auch durchlesen, ich habe das schon getan, ganz ehrlich. Und sage dann Agree. Standardinstallation reicht vollkommen aus. Ihr müsst da nichts anderes mehr einstellen. Auf Next. Hier ist noch der Programmpfad, wo es installiert wird. Bei mir auf Laufwerk C. Dann auf Install. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Und dann ist der Browser auch schon installiert. Jo. Das war es auch schon mit diesem kleinen Tutorial. Nicht aufwendig, aber nötig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Computerkumpel. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr jetzt hier links und rechts noch die anderen Videos angucken und in der Mitte bei dem Button könnt ihr das Ganze abonnieren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder auch einen Kommentar oder beides. Von mir aus auch einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat.